Ilja Czamla. Da ist er. Super. Geil. Nee, ich habe mir echt überlegt, wie begrüße ich euch heute. Sag mal du zu ihnen. Das ist geil. Ich sitze da oben auf der Muppet Show. Sitze. Muppet Show ist das da oben. Das ist die Das sind Monomer. Ja, die sind so. Nee, man redet, ich verstehe sie mich überhaupt. Ja, es ist Stuttgart und Kurpfalz. Es ist schon ein bisschen komisch. Man erwartet es ja nicht, dass ein Türke so spricht. Ne? Nee, ich habe mir echt überlegt, wie begrüße ich euch. Ich hab letztens einen Opernsänger gesehen, der hat das so ehrenvoll gemacht. Das fand ich klasse. Hat die Stadt ganz ehrenvoll begrüßt, so Hallo, hallo, hallo. Stuttgart. Dankeschön. Das war's. Nee, geht weiter. Geil. Hey, ich muss ein bisschen Gas geben, ich habe nur ein paar Minuten. Ich wollte eigentlich länger spielen, aber die haben gesagt, nee, Türke, du machst den Anfang, machst das schöne Bett warm und die anderen räumen ab. So. Nee, ich weiß, das ist für mich neu, ne? Vor allem alles anders. Das ist so, das ist schön, das freut mich. Nee, ich weiß auch, manche haben gesagt, du musst anders auf die Bühne kommen, bei CSD, ne, so. Die haben echt so gedacht, dass ich so heute auf die Bühne komme. Oh, geil. Ja, aber, wie gesagt, würde ich gern machen, aber das ist, dauert zu lang. da wäre ich heiß immer. Der lacht jetzt schon. Nee, das ist, ich weiß, die deutschen Zuschauer sind oft so, die erwarten immer vom Türken was ganz anderes. Entweder das nicht so richtig und auch oft erwarten sie, dass ich türkisch auf die Bühne komme, so weißt du, guckst du. Weißt du, dass ich so rede, die ganze Zeit so, produziere mich nicht. Ne? Kannst du mir nichts imprägnieren? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Oh nee, Leute, kennt ihr das noch? So krank. Nee, mach ich nicht. Aber ich weiß ja, wie der deutsche Zuschauer ist. Ne? Der sagt sich, ich habe dafür bezahlt, ich will den Türk sehen. Deswegen... Machen wir kurz mal auf die Seite. Deswegen bin ich ja nicht so, ich mache euch jetzt, und ich weiß, ihr steht da drauf, wir machen jetzt mal kurz den Türk, aber dann kommt gleich noch was anderes. Machen wir mal. Hey Tontechniker, ich war schon längst fertig. Produzier mich nicht, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Hallo Stuttgart, ich bin der Hassan
Und leider, ich kann nichts mehr Paranüsse knacken mit der Arschbacke. Glaubt ihr nichts? Ja, ich kann wirklich nichts, weil es kam so. Ich erkläre warum. Ich war bei einem Doktor, einem Spezialist für Männer, die wo mal habe eine Frage. Und in der Wartezimmer war alles voll von der Stadtteil, also alles von meinen Männern, also aus meinem Stadtteil. Ich habe alles so schön begrüßt. Ne? Und dann bin ich gegangen zu der Theke, wo stand eine Krankenschwester. Hast du? Oh, sie ist nicht mehr da. Ja, hast du nicht gesehen sowas? So eine Kleiderstange, wie ich nicht wollte sein. Sie war 2 Meter groß, kurze Haare und so breit wie eine Sumo-Ringer. Habe ich gesagt, hallo und aufpasse. Ich bin der Hassan und ich habe einen Termin. Ah, der Hassan, hat sie mit ganz lauter Stimme gesagt, dass jeder hat sich umgedreht. Da hat sie mich angeguckt, von oben bis unten. Und hat wieder mit ganz lauter Stimme gesagt, sie kommen wegen der Impotenz. Hey Stuttgart, das war so peinlich. Ey. Ich habe gespürt die Blicke von den Männern hinter mir. Und ich habe gedacht, Hassan, jetzt musst du bleiben cool. Und ich habe genauso laut zu der Riesenbaby gesagt, nein, ich komme nichts wegen der Impotenz, ich komme wegen der Geschlechtsumwandlung. Und weißt du was? Weißt du was? Ich will haben den gleichen Doktor, der das hat gemacht bei dir. Ja. Ich bin dann rein zu dem Doktor. Ne? Doktor hat mich gefragt, hast du schon mal gehabt Schwierigkeiten mit der Sexualität, wie du warst klein? Habe ich gesagt, aufpasse. Ich nichts gehabt, habe Schwierigkeiten mit der Sexualität mein ganzes Leben lang, weil ich nichts gehabt habe Sexualität. Nur einmal, ich war 16 Jahre alt, ich habe gehabt vielleicht eine kleine Idee von der Sexualität. So hat der Doktor gesagt, kannst du mal erzählen, was da ist passiert? Habe ich gesagt, ja, aber das war schon ein bisschen peinlich. Ne? Okay, das war so. Einmal, ich habe eine Mädchen aus meiner Schulklasse der Schulranzen nach Hause getragen. Und am nächsten Tag, sie hat mir einen Zettel geschrieben, wo stand drauf, es war schön gestern. Und diese Zettel, meine Mama hat gefunden, in meiner Jagdtasche. Und dann meine Mama hat alle Mädchen aus meiner Klasse angerufen und alle Jungs. Ja, für euch normal, aber nicht für mich. Und dann meine Mama sagt am Telefon, mein Sohn Hassan hat zwar viele Pornoheften, der schreibt, ich verstecke viele Kondome in den Geldbeutel, aber lasst meinen Sohn Hassan in Ruhe, weil ein junger Mann kann noch nichts haben, großes Interesse an der Sexualität, wenn er mit 16 Jahren noch jede Nacht pinkelt in der Bett. Mama, was hast du gemacht? Warum schnüffelst du in meine Sachen? Ja, sagt meine Mama Hassan, du denkst doch schon lange, dass ich bin neugierig. Ich habe gesagt, wieso? Das steht in deinem Tagebuch. Nee. Der Doktor hat nur so den Kopf geschüttelt und hat gesagt, ich soll mich mal machen frei. Ne? Vor allem frei von der Erinnerung an meine Mama und das, was sie hat gesagt und gemacht. Und ich werde doch jetzt ein erwachsener Mann, hat er gesagt. Und ein gut aussehender, starker Mann, hat er gesagt. Und dabei, er hat mir erklärt, dass mein Körperbau wäre eine sehr gleichmäßige, sehr homogene. Habe ich gesagt, aufpasse. Ich nix hab homogene. Ich habe vielleicht Telegene, weil ich gucke so viel Fernsehen. Oder Autogene. Und ich habe Halogene, das war der Beste. Der Doktor hat mich gefragt, ob ich einverstanden wäre, dass er mich mal so richtig abcheckt. Und dabei, er hat mich berührt, wo noch nie ein Mann mich hat vorher berührt. Und batsch, habe ich gemacht, Reflex. Und der Doktor war vor mir auf der Potte gelegen. Und ich habe gesagt, aufpasse, du komische Sexualitäter. Das, was du machst, ist doch der Höhepunkt. Wenn ich will, habe Sexualität, ich nehme das selbst in der Hand. Ja, okay, bei euch mit beiden. Und deshalb ist meine sexuelle Situation immer sehr selbstbefriedigend. Und das mit der Frau, das kommt schon wieder, Hauptsache es kommt. Und deshalb bin ich noch lange impotent. Der hat nichts mehr gesagt. Und meine Mama hat gesagt, jetzt gut aufpassen, für alle Männer hier. Das wollte ich schon immer mal sagen. Gut aufpassen. Meine Mama hat gesagt, lass dich nie, wirklich nie von einem Mann anfassen. Sonst passiert vielleicht ganz schlimme Sache. Und auf einmal, patsch! Es gefällt dir. Das ist schon krass, oder?
Ganz andere Seite, ne? Denkt man ja nicht vom Hasan. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, ne? So diese Typen, eben Frau, eben jetzt war ich wieder Türk, jetzt bin ich wieder Monomer. Das ist schon, man nennt mich der Schizotürk. Ja, das ist ganz, es fängt schon wieder an, Entschuldigung, wenn die Tablette nicht wirkt. Nee, manchmal kommt so ein Momfred in mir durch, das dann wird es ganz schlimm. Kennt ihr Momfred, das ist so eine kranke Nummer, ich weiß nicht, ob das bei Schwule ankommt, aber das ist futter. Ist die Täubler, ist die auch da? Die Hertha. Nee, das wird vielleicht, das ist ein bisschen krass jetzt. Das ist ganz schlimm, Entschuldigung, es geht schon. Die Tablette wirkt manchmal nicht. Das ist auch die letzte Nummer, danach kann nichts mehr kommen. Also da kommt von mir, also kommt noch was, aber wenn der Hut auf ist, dann ist es ganz schlimm. Also es ist ein bisschen krass jetzt, die Nummer. Also es ist brutal, Entschuldigung. Grüß Gott. Es geht schon wieder. Nee, geht gleich wieder. Ganz schlimm, also ich mach's mal für euch heute Abend. Der lacht an der Stelle hat noch niemand gelacht, ist gut. Nee, ist gut. Ihr seid halt doch honest. Nee, okay. Ich hab so Bock bei euch, muss ehrlich sagen. Ich bin auch ehrlich, ich bin zwar nicht so, aber ich bin doch, also. Ja, ist egal, ist fürs Image gut. Nee, ich hab so Bock, ich könnte heute 3 Stunden spielen, dann wüsst ihr erst, ja, ist egal, scheiße, ich mach weiter. Mama von Hasan, mach mal in die Kamera, das ist auch da hinten. Mach mal die Verwandlung. Also ist schon schwer, stumm zu werden. Das ist. Also entweder klatscht alle oder gar nicht. Ich will mal richtig Rock'n'Roll-Klatsche hier, noch einmal, aber brutal. Siehst du? Ist das alles? Okay. Bin der Momfred. Momfred Bockenauer ist mein Name, ich übersetze für die Stuttgarter. Momfred ist auf Hochdeutsch. Manfred, ich sag's deswegen, weil in Hamburg hat jemand die ganze Zeit verstanden, Popfried. Manfred, ja, muss erst mal ein Türk auf die Bühne, um deinen deutschen Dialekt beizubringen. Manfred Bockenauer, Hamita heißt Hausmeister. Schlag da voll mit der Kamera, mach ich gleich kaputt, wenn du nochmal herkommst. Merkt ihr was, hä? Das kann ich nur als Manfred so aggressiv werden. Als Bühlend wäre ich zu integriert. Ich weiß, wie ihr seid. Ich bin der erste Komiker, also der Depp mache ich ja. Und ich werde euch so hoch katapultieren, wenn die Nummer fertig ist, dann würdet ihr sagen: Scheiße, hätte man nicht von Anfang an mehr Stoff geben können. Ja, ich weiß, so sind die Deutschen. Der soll schnitzen, der Tür, der soll verrecken auf der Bühne. Wir haben bezahlt. Ich gebe alles jetzt. Okay. Ich muss ein bisschen Gas geben, sonst dauert es zu lang, das Programm. Weil nach der Pause kann ich nicht mehr kommen, deswegen gibt mir der Applaus danach so, dass ich denke, ja. Ich bin drauf, ich werde gut bezahlt, ich glaube, ihr lacht das nicht. Manfred Bockenauer, ich hab so Bock. Manfred, ja, manchmal habe ich mehr Spaß als ihr. Ist doch geil, oder? Ja, ist doch super. Alla, hallo. Ja. Manfred Bockenauer, Hamita heißt Hausmeister. Hamita, ihr lernt jetzt was. Hamita. Was ist das? Das ist die Pumpe, was er sang. Wasserpumpen sang an sich, aber wir machen mal so Pum wegen Rhythmus, ist ja deutsch-logisch. Versteht, mit der Pumpe, was er sang, schlagst du jemanden voll in die Fresse. Puh, Pumpe, was er sang, Wasserpumpe, kommst du zurück. Versteht ihr? Kriegst selber ab, Pumpe, was er sang.
Ich buchstabier B-U-M-M, Bum, B, Bum, Pä, Bum, Bä, B, A, ich esse Bubas, A, Z, O, Gn, Bum, Bubas, A, Zong, machen wir mal zusammen. Nein, lieber nicht, lieber nicht. In Stuttgart, da jetzt, wir sind ja in Stuttgart, aber heute mal gesagt, ein Zuschauer, es wäre Bumbewasserzengli. Oh, der war danach tot. Nee, manchmal muss man da Zuschauer opfern. Das ist mir mal wirklich passiert, ne, Stuttgart. Ich habe letztens, der hieß Matthias in der ersten Reihe, also mit TTH, weil ohne wäre es so Matthias. Und der Matthias, da habe ich so rumgemacht mit der Pumpe. Seht ihr, die Pumpe, was er hat? Das sieht man in der Kamera. Guck mal, da. Ja. Pass auf, Kameramann. Ne, und dann ist die Pumpe, was er zum dem Matthias aus Versehen voll in den Kopf. Ja, der hat auch Humor. Das ist der Einzige. Ja, aber das ganze Pumpe, der ist umgefallen, der Matthias. Hat geblutet wie Drecksau, der hat gespritzt. Die Leute haben alle gelacht, die Zuschauer. Die haben gedacht, das gehört zum Programm. Ne? Ich hab den liegen lassen. Ne? Aber wenn ich was gesagt hätte, wäre die Stimmung am Arsch gewesen. Ne? Da war mir der Job wichtiger. Stuttgart! Hallo! Mach! Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich mache nur ein paar Beispiele, damit Sie ein bisschen in die Sprache hineinkommen tun. Zum Beispiel sagt man bei uns. Das heißt, guck mal da. Oder, hab du gehabt? Und was heißt das? Hab du gehabt? Ich hab Stuhlgang gehabt. Ne, das muss man. Oder das noch eins mache ich da mit dir so ein bisschen. Ich konnte eine Faust. Das heißt, ich. Einmal. So, dann habe ich jetzt schon nicht mehr verstanden, was war das? Nee, jetzt habe ich mich überschätzt. Machen wir weiter im Text. Müsst ihr später noch lesen im Programmheft. Jetzt kommt noch ein Lied. Ich weiß, jetzt wollt ihr, ihr wollt Musik, ich weiß es. Ihr wollt Rock'n'Roll, ihr wollt, dass ich schwitze und verrecke. Ich gebe jetzt alles für euch, alles. Mal sehen, ob ihr mir dann das zurückgibt. Schon schlage ich euch alle zusammen. Ich hab so Bock, jemand zusammen zu schlafen, vor allem die Politiker. Als nichts gegen die hätte Täubling. Aber, die ist okay. Aber viel im Bundestag würde ich gerne manchmal die Puppe fassen, so voll den Kopf durchschlagen. Weil die waren damals, ja, Moment, bevor ihr Unfall. Ja, wir müssen mal so sehen, wie viele Türke und Politiker gibt es, die CSD unterstützen? Ich und noch Däumler. Krimil. Ja. Und jetzt kommt. Und jetzt kommt. Danke. Und jetzt. Ah, ihr seid ein super Publikum, muss man ehrlich sagen. Schwul und so geil, ich hab Bock her. Vor allem, ihr lacht über euch selber. Ne? Wenn man sagt, du Schwuler, ja, sag's doch. Ne? Das kannst du bei den Türken nicht sagen. Geht nicht. Kriegst du aber mit Doppelpumpe Wasserzong in die Fresse. Ah ja, muss aufpassen. Und wenn er schwul ist, dann gibt es halt nicht zu, die Tür. Ihr kennt doch welche. So, und jetzt kommt das Lied. Jetzt gebe ich alles. Jetzt heißt Headbanger-Musik. Oh, gegen die Politiker und die Dummschwätzer, Techniker und ab. Warte mal. Stopp. So, ich brauche noch zwei Namen. Die muss ich noch einbauen. Wie Name? Achim und? Thomas ist nicht gut. Wie heißt du? Tillmann, ne? Jürgen, das ist gut, also er dabei. Also Achim und Jürgen. Pass mal auf, wie ich euch da einbaue. Techniker. Und ab. Yeah. Achim. Jürgen. Ich bin der Meister des Hauses, für Müllers und für Krauses, der Schöpfer des Ohrenschmauses, auch ein Fänger des Applauses, wenn alles aus ist. Ich bin der Meister, der Rocker, der Gitarrenriff-Schocker, der Starkstrom-Kap direkt am Zocker, der feine Notenblocker, kein Stubrocker. Ich bin
der Meister, der Sänger, der Gesangspuppensprenger, der mit Groupies sie so denkt, immer gänger, der Ovationenfänger, der Headbanger. Ich bin der Meister, der Schrupper, der harten Heavy-Grupper, der mit der Gosch ins Mikrofon, neu Schlupper, der Bühne oder Huber. Bei mir ist alles super, ich will nur Ruhe im Haus, Ruhe im Haus. Und zwar den ganzen Tag, weil ich den Tanzen mach, wenn ich grad Pflanze trag. Ruhe im Hof. Ruhe im Hof. Weil ich der Meister bin, für fünf der Kreische sind, sind von der Meisterin. Yeah! Achim! Jürgen! Rau! Ich bin der Meister der Herzen, der Knitten, der Terz, kann Black Music noch. Schwätzer schwätzen mit 1000 Megahertz und mit Trommel fällt Schmerz. Ich bin der Meister auf Dauer, ich steck voller rauer Power, wenn auch Hirnsäfte und die Brust hat das Dauer und schwarz noch grauer. Ich bin der Rockenauer. Ich will nur Ruhe im Hof. Ruhe im Hof. Und zwar den ganzen Tag, weil ich den Tanzen mag, wenn ich grad Pflanze trag. Ruhe im Hof. Ruhe im Hof! Wenn mich so stört, aber ich mich selber gehört, damit es brutal so stört. Headbanger! Ich bin nicht schwul, trotzdem ist es geil, schwul zu sein. Ich bin normal, Achim, du auch. Fertig! Das war's! Dankeschön!